willkommen zu einer neuen Info-News aus dem SES-Software-Blog. Nur was ist passiert? Was hat sich zugetragen? Jetzt hat sich Folgendes zugetragen, dass wir nicht mehr die experimentelle Beta haben in der 1.41. Nein, wir sind jetzt in der offiziellen Open-Beta, also in der offenen Beta-Version. Also das Experiment ist abgeschlossen. Wir sind nun in der Open-Beta, also auch noch Feingefühl hier an den Tag legen, was den Multiplayer betrifft. Aber es hat sich hier natürlich viel getan. Ne? Ihr seht ja die Bilder, glaube ich, kennen wir alle, glaube ich. Ne? Haben wir alle schon gezockt, alle schon gebastelt, alle schon getestet und gemacht und getan. Jetzt habt ihr ja unseren Konvois, den haben wir ja schon bei der Beta. Für die Leute, die gesagt haben, nee, die wollen dieses Experiment noch nicht machen. Ja, okay, dann könnt ihr das jetzt machen mit der Open Beta. Da läuft es da bestimmt auch flüssiger. Finde ich auch ganz schön. Hier sieht man noch die Server. Haben sie, finde ich toll. Steht alles schon da. Ne? Auch sehr viele Deutsche. Toll, das erfreut. Und hier natürlich könnt ihr dann alles einstellen. Ne? Aber wie das zu einstellen geht, glaube ich, habe ja auch ein Tutorial gemacht. Also ganz simpel, ganz einfach, ohne Schnick, Schnack, Schnack, Schnick. Da könnt ihr rumschnicken. Und dann hier auch die Kommunikation hier als Bild nochmal. LKWs, wo ihr ihre Trailer selber nutzen könnt. Und natürlich auch hier, wenn ich fahre, wo ist mein Kollege? Wo ist der gerade? Kann ich gucken. Hier sieht man es auch nochmal ganz schön mit den Ereignissen, die ja auch passend sind. Hier hat man nochmal die Konvois, da kann man sich das hier Level replace. Ach, da kann man, ja klar, die kann man alles noch machen. Ne? Ich habe die ganzen, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, hier die, ne? Genau. Richtig. Genau, ihr habt es verstanden. Ich brauche gar nichts sagen. Klar, ne? Hier kommen sich die Jungs entgegen. Schön. Ach ja, übrigens, eine neue Brücke gibt es auch, ne? In Iberia, hier. Was ist das? Die A24, was? Ne? Die ist fertig. Die sind fertig. Ist neu hinzugekommen, die Strecke. Gutes Fotogedöns, habe ich ja gesagt. Hm, ist so eine Sache für sich. Schönes Gadget, aber gut, das nochmal so am Rande. Hier sind nochmal die Symbole hier nochmal aufgefrischt worden. Also ein bisschen hübscher gemacht. Und dann könnt ihr das alles nochmal durchlesen, was man hier alles machen kann. Mit hier nochmal aktuell bis zu 8 Personen haben wir schon gequatscht. Soll aber bald eine Erweiterung geben. Bis zu, ich glaube, maximal 18 sind geplant. Aber das dauert noch. Die Bilder haben wir alle angeklotzt. Ne? Hier steht mal die Probleme, die noch nicht implementiert sind. Ne? Noch nicht. Aber hier steht nicht, dass es gar nicht kommt. Also deshalb hier nochmal, ne? Mods im, sind in der ersten Version nicht unterstützt, aber dann vielleicht in der zweiten Version. Wollen wir mal abwarten, was da noch kommt. Ne? KI-Fahrzeuge können verschwinden, wenn ein Spieler die Verbindung trennt. Das kennen wir mittlerweile, das Problem. Das mit Hänger, Hebebrücken werden nicht synchronisiert. Oder auch, was meine ich, die Schranken, ne, zum Bleistift. Also wenn ich durchfahre und gucke nach hinten, dann sehe ich, dass die Schranke unten bleibt. Und bei, wenn jetzt ein Kollege von mir durchfährt, dann sehe ich, dass die Schranke unten ist. Aber bei ihm geht es eigentlich auf. Ne? Das ist noch so eine Übertragungsgeschichte, aber wurscht. Und ein paar nur so Kleinigkeiten. Ne? Genau, die A24-Barriere DLC-Zusatz. Das ist ja mit hinzugekommen. Die neue Brücke. Ne? Und ja, Wetteroption hier in dem Fotomodus war, glaube ich, auch klar wie Kloßbrühe. Und wieder noch Konvoi mit Schnellreisen. Hast nicht gesehen. Wetteranpassung, Karte. Und. Genau, das ist alles so neu. Wer jetzt nicht weiß, wie das funktioniert, hier ist es nochmal ganz fett hier beschrieben, wie ihr es machen müsst. Ich packe euch das als Link nochmal in die Beschreibung. Dann könnt ihr es einfach noch ein bisschen rumklimpern und versuchen, das auf die Beine zu stellen. Aber ich glaube, ihr schafft das nicht. Ihr seid ja alles Profis hier, ne? Da habe ich nämlich keine Bedenken. So, habt ihr noch Fragen dazu? Dann einfach raus damit kommentieren. Entweder hier oder im SCS-Blog. Könnt ihr unten kommentieren, wisst ihr ja mittlerweile. Und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend. In diesem Sinne, also gute Fahrt und auf Wiedersehen.